Kapitel 17. Von den Treppen des Palladiums aus sah ich zu, wie die Priester und Priesterinnen weiter die Totenfeuer umwanderten. Sie hatten den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch die Toten geehrt, und noch immer waren nicht alle Toten bedacht worden. Hunderte von trojanischen Soldaten wachten, sie standen auf den Wällen und starrten die in der Ferne brennenden Lagerfeuer des Feindes an. Ich hoffte, dass sie an die Soldaten des schroffen Orlison dachten und deren Tod planten. Dann wäre Nikandros doch immerhin gerecht. Noch nie war eine Stadt so gut beleuchtet gewesen. Über jeder Tür brannte eine Fackel und an jeder Ecke, an jeder Wand, auf jeder Treppe, an jedem Turm. Hier war kein Platz für die segensreiche Sicherheit der Dunkelheit. Aber Troja schlief auch nicht. Trauer und Angst ließen die Menschen nicht zur Ruhe kommen. Wenn ich erwischt würde, stand mir ein doppelter Tod bevor, weil ich den Tempelbereich verlassen hatte und weil ich die griechische Prinzessin war. Meine Novizinnentracht bestand aus grobem Stoff, aus achtlos gesponnener Ziegenwolle. Sie roch streng und war teilweise verschimmelt, weil sie jahrelang über feuchten Boden geschleift worden war. Ich riss unten einige Zoll ab und wand mir den Stoffstreifen über den Kopf, der im Licht der Fackeln sicher wie Marmor glänzte. Jetzt waren meine vom Kriechen zerschundenen und zerschrammten Knie zu sehen. Vielleicht sah ich aus wie ein Soldatenknecht, der in der Schlacht zusammen mit seinem Herrn verwundet worden war. Da ich nicht kriechen und mich nicht verstecken konnte, ging ich mit festen Schritten über die Tempeltreppe, überquerte den Platz und wich einer Reihe von Verwundeten aus. Dann stieg ich die Treppe hinunter, die sich an der Mauer von Hektors Palast hinzog, folgte den Stufen am Palast des Priamos und erreichte die Gasse, in der Paris Haus lag. Ich betrachtete die Tür. Sie war sicher unverschlossen, aber es wäre zu gefährlich, sie zu öffnen. Ich hoffte, dass mein Zauber in dieser Nacht stark war. Ich nahm alle Blumen aus den Krügen vor der Eingangstür, dann ging ich um das Haus herum, trat vor das Fenster und zog mich auf die Fensterbank. Ich hatte eben meine Beine hinübergeschwungen, als ich murmelnde Stimmen hörte. Paris und Cora. Ich ließ mich wieder in die Gasse fallen und kauerte mich doch zusammen. »Es hat ja noch immer nicht geklappt«, murmelte Cora. Ich schaute hoch. Sie war so riesig, dass ihre Schultern und ihr Kopf über der Fensterbank zu sehen waren. Ein Blick aus dem Fenster und schon hätte sie mich entdeckt. »Wir brauchen das Quecksilber nicht mehr«, flüsterte Paris. »Setz den Jungen einfach zwischen den Verletzten ab.« »Und wenn er dann wegläuft oder schreit?« fragte Cora. »Das wäre nur gut. Er soll doch auffallen.« Cora stieß ein verwirrtes Grunzen aus. »Cora ist der Sohn des Menelaos. Ich brauche nur eine wütende Witwe, einen rachsüchtigen Sohn, einen vor Trauer wahnsinnigen Bruder, und dann wird der Junge durch das Schwert umkommen.« Das war ein guter Plan. Er würde sicher und rasch funktionieren. Alle verwundeten Trojaner und alle trojanischen Ammen würden Pleiß erkennen. »Aber wird Helena nicht wissen wollen, wieso das Kind nicht im Haus geblieben ist?« flüsterte Cora. »Sie wird mich hassen. Sie wird mich umbringen, weil ich nicht aufgepasst habe.« »Ich werde schon eine Erklärung finden«, sagte Paris. »Nein, das wirst du nicht«, dachte ich. »Du wirst Helena alles mit Cora machen lassen, was sie will. Dir ist es doch egal, was aus einer Sklavin wird. Du willst pleißlos werden, ihn ertrinken zu lassen, ist dir nicht gelungen. Es hat nichts gebracht, ihn mit deinem Schwert spielen zu lassen. Das mit dem Gift hat auch nicht funktioniert. Aber das Schwert eines anderen wird die Sache regeln. Wie typisch für dich, Paris, noch den kleinsten Kampf von einem anderen ausfechten zu lassen.« Cora hatte ihre Zweifel. »Was wirst du Helena denn sagen?« »Ich werde sagen, dass ich dich mit einem Auftrag weggeschickt habe«, sagte Paris gereizt. »Und dass wir dachten, das Kind schliefe tief. Offenbar ist er dann doch wach geworden und auf die Straße hinausgetrottet. Sowas kommt vor.« Sowas kam durchaus nicht vor. Pleiß war nicht stark genug, um die Haustür zu öffnen, und wenn er allein aufwachte, dann würde er seine Mutter suchen. Sandalen, leises Sohlengeklapper, irgendwer ging. War das Paris, der wieder ins Bett wollte? Cora würde einige Minuten brauchen, um Pleiß zu wecken. Er durfte ja nicht weinen, das könnte Helena hören. Wenn Coras Kopf nicht mehr im Fenster zu sehen wäre, wollte ich zu den Verwundeten laufen. Wenn sie Pleiß dort absetzte, könnte ich sofort bei ihm sein. Aber in dieser Nacht gab es keine dunklen Ecken, in der ich mich drücken konnte. Und wenn ich mich auf den Straßen herumtrieb, dann würden mir die Soldaten irgendwelche Aufgaben erteilen. Und was, wenn Cora ihn früher absetzte? Und was, wenn Pleiß erkannt und angegriffen würde, ehe ich ihn erreicht hätte? Ich hörte das leise Schnaufen, das Pleiß vor dem Erwachen immer ausstieß. Aber, sagte Cora. Schlaf weiter, kleiner Grieche. Ich würde sehr viel Schlimmeres tun müssen, als zu lügen. Ich sprang auf die Fensterbank.
Cora hatte blass auf die Füße gezogen. Sie hielt seine kleine Hand und er rieb sich mit der anderen die Augen. Ich warf mich mit voller Kraft gegen Cora und knallte ihr meine Meduse gegen den Kopf. Dabei zerbrach ihr Schädel. Das hatte nichts mit Zauber zu tun. Stein ist stärker als Knochen. Als wir die Ausbuchtung im Tunnel erreichten, betastete ich im Dunkeln die Wand, bis ich das Palladium gefunden hatte, und dort knieten wir nieder. Du hast uns freigegeben, Uralte. Ich werde weder dich noch Troja verraten. Hier sind die Blumen, und so wie ich kann, werde ich zu deinen Ehren ein großes Opfer bringen. Der Duft verbreitete sich um uns. Wir krochen durch den langen Steinentunnel. Ich musste Pleiß vor mir herschieben, denn ich hatte nicht nach hinten greifen und ihn holen können, wenn er sitzen geblieben wäre. Er war sehr langsam. Er hatte sehr große Angst. Er war doch erst zwei. Dali, sagte er besorgt. So. Schon gut, sagte ich. Wir haben einen starken Zauber. Wenn wir das Ende des Tunnels erreichten, würde es draußen schon hell sein. Bestimmt war Koras Leiche inzwischen gefunden worden. Bestimmt hatten sie entdeckt, dass Pleiß verschwunden war. Aber Paris würde keinen Alarm schlagen. Damit hätte er nur Verdacht erregt. Wer Alarm schlagen würde, war die Priesterin Thea. Wusste sie, wo dieser Tunnel endete, auch wenn sie ihn selber niemals benutzen könnte? Würden Soldaten auf uns warten, wenn wir das Ende erreichten? Ich wünschte, Pleiß müsste nicht vor mir herkriechen. Was immer passieren würde, es sollte mir zuerst passieren. Aber es passierte gar nichts. Schön, sagte Pleiß überrascht. Schön, schön. Und damit war er verschwunden. Ich hielt meine Nase in die frische Luft und schaute mich um. Pleiß war schon zwischen den Blumen und auf die Wiese gelaufen. Ich packte ihn am Knöchel und er kicherte und schlug hin. Ich zitterte vor Erschöpfung. So wenig Schlaf, so große Angst und diese schreckliche Tat. Wir haben Krieg, sagte ich mir. Und das ist die Schlacht, die ich auskämpfen muss. Die Gleichung des Lebens ist ganz einfach. Wenn ein Mensch überleben soll, muss ein anderer Mensch sterben. Pleiß wird überleben. Cora musste sterben. Niemand hat Cora gemocht, schärfte ich mir ein. Sie wollte ein Kind umbringen. Ihr Tod ist nur gut und gerecht. Doch wie der Meuchelmörder Nikanthros von hinten erstochen hatte, hatte ich Cora von hinten ermordet. Das war eine hässliche Wahrheit, der ich niemals entrinnen würde. Wir waren in Lärm gehüllt. Eine Armee am Morgen, die Stimmen von 10.000 erwachenden Männern. Ich schaute über die Heuwiese, die ich durchqueren wollte. Dort lagerten Paphlagonia, Lykia und Dardania, Kara und Mykia und Phrygia. Sie schärften ihre Speere für die nächste Schlacht. Sie holten ihre Pferde und führten sie zu den Wagen. Von den windigen Höhen Trojas ertönte das Gebrüll Hektors, der den Soldaten seine Befehle erteilte. Pleiß und ich waren gegangen. Wir saßen fest zwischen zwei Heeren, die bald aufeinander prallen würden. »Göttin von gestern«, flüsterte ich, »sei bei uns, jetzt und an allen Tagen, die vor uns liegen.« Eine Schafherde näherte sich. Einen Hirten schien es nicht zu geben. Vielleicht war er in der Schlacht des Vortags ums Leben gekommen. Die Schafe suchten ihn und riefen nach ihm. Ein Lamm blökt auf eine niedliche Weise. Erwachsene Schafe dagegen stöhnen und ächzen wie verwundete Männer. Die Herde umwogte uns, die Tiere stießen sich gegenseitig an und jammerten. »Halt meine Hand fest, Pleiß«, sagte ich. »Egal, was passiert, lass meine Hand nicht los.« »Dali, tragen«, bat er und hob die Arme. Er war müde und verwirrt und war bisher so brav gewesen. Aber ich konnte ihn nicht tragen, denn dann würden die Menschen auf den Wellen Trojas dasselbe sehen wie am Vortag. Dasselbe Mädchen, das sich als Junge ausgibt, dasselbe Kind auf ihrer Hüfte, denselben lächerlichen Fluchtversuch. Und gleich darauf würden sie uns wieder eingefangen haben. Ich ging zwischen den Schafen weiter, zog Pleiß hinter mir her und sang. Ich ahmte mit meiner Stimme eine Flöte nach. Die Schafe freuten sich, weil ein Hirte vorhanden war, und stupsten mich an, und zusammen wanderten wir die Heuwiesen hinaus. Pleiß fand die Berührung der großen, schmutzigen Schafe schrecklich, und er weinte los. Die Schafe blökten noch lauter. »Ich bin ein törichter junger Hirte«, sagte ich mir. »Ich habe vergessen, dass Krieg herrscht. Hinten am Fluss sehe ich schönes, hohes Gras, genau das Richtige für meine Herde.« Ich trieb die Tiere an, stieß gegen ihre schweren Flanken, und sie waren langsam und widerspenstig, wie Schafe das eben sind. Ich zwängte mich durch sie hindurch, und einige kamen angerannt, um in meiner Nähe zu bleiben, und andere verloren ihr Interesse an mir, und noch andere liefen vor uns her. Wir hatten das Niemandsland erreicht. Auf dem anderen Flussufer sammelten die Griechen sich zur Schlacht. Hinter mir zogen die trojanischen Verbündeten auf. Auf dem undurchdringlichen Dickicht und den weiten Feldern, die jetzt hinter uns lagen, ertönte ein scharfer Pfiff auf zwei Fingern. Der Ruf des echten Hirten. Meine Schafe zögerten verwirrt. »Lass mich nicht allein«, sang ich ihnen vor. Die Schafe liefen weg und trotteten auf dem Weg zurück, den wir gekommen waren.
Ein gärtenschlankes Mädchen und ein Junge, der nicht größer war als eine Blume, liefen allein am Schwemmland entlang. Der Wind, der Troja beutelt, schlug mir mein zerfetztes Kleid um die Knie und riss mir den improvisierten Schal vom Kopf. Ich griff danach, doch der Wind, Trojas Verbündete, war zu schnell für mich. Mein kahler Kopf leuchtete in der Morgensonne. Auf dem hohen, schmalen Turm kam ein lauter, schriller Ruf. »Haltet sie fest!« Ich hatte Cassandra vergessen, die alles wusste, die mich kannte. »Kind der Insel«, schrie Cassandra, »Sohn des Menelaos!« Ich schluchzte, als ich über die von der Schlacht verwüstete Erde stolperte. Ich weinte, als ich losrannte und Pleiß mit rohem Griff hinter mir herzog. Ich würde ihm noch seinen armen kleinen Arm ausreißen. »Ich halte wirklich zu Menelaos, Cassandra«, gab ich der Prinzessin im Turm gegenüber zu. Ich hob meine Stimme nicht, da sie alles wusste, würde sie mich sicher hören. »Aber ich werde Troja nicht vergessen, Prinzessin. Ich habe viele Lügen erzählt, aber das hier ist keine. Ich stehe in der Schuld des Xanthus und in deiner. Ich stehe in der Schuld von Andromache und Hektor. Ich stehe in der Schuld Trojas. Aber ich muss diesen kleinen Jungen zu seinem Vater zurückbringen. Der Verrat Trojas, Cassandra, wird auf Helenas Konto gehen.« »Haltet den Hirten auf«, schrie Cassandra. »Dieser Hirte hält zu Menelaos.« Ich machte meinen Rücken gerade, um mich den Speeren zu stellen, die jetzt kommen würden. Ich hoffte, dass Pleiß und ich zusammen in den Tod taumeln würden und dass ich seine Hand halten könnte, damit er keine Angst hätte. Aber nichts passierte. Ich konnte nicht dagegen an. Ich schaute mich um. Cassandra zeichnete sich vor dem tiefblauen trojanischen Himmel ab. Der Wind warf ihre dunklen Haare wie ein Schleier vor ihr Gesicht. Die Heere marschierten noch immer auf. Hektor erteilte weiter seine Befehle, nur Cassandra sah zu uns hinüber. Sie berührte ihre Lippen mit den Fingern und warf uns eine Kusshand zu, so wie eine Altardienerin Blumen vor den Altar wirft oder ein König Wein ins Meer gießt. Sie gab uns ihren Segen. Sie hatte uns das Leben gerettet, denn sie kannte die Wahrheit. Ich würde Troja nicht verraten, und das hatte sie auch nicht behauptet. Doch als sie uns entlarvt hatte, hatte niemand ihr geglaubt. »Kleine Prinzessin«, sagte Menelaus und küsste mich auf beide Wangen, als sei ich wunderschön und begehrenswert. »Welcher Mut, dich aus diesen mächtigen Mauern zu entfernen, einfach durch das Skäische Tor zu laufen und meinen Sohn an den vergifteten Speeren der Prinzen vorbeizutragen. Du besitzt wirklich einen starken Zauber.« »Nein«, dachte ich, »ich bin einfach nur eine gute Lügnerin. Selbst dich habe ich belogen, selbst jetzt.« Der Herr der Herren Agamemnon und seine Heerführer starrten mich an. Menelaos Schiffsführer strömten zusammen, seine Fußsoldaten und seine Reiter, seine Speerwerfer und seine Bogenschützen musterten das zerlumpte, zerschrammte, kahle und verdreckte Wesen vor ihnen mit offenem Mund. An diesem Morgen war es nun doch nicht zur Schlacht gekommen. Menelaos fand es Sieg genug, dass sein Sohn wieder bei ihm war. Das trojanische Heer war umsonst aufmarschiert. Pleiß war eingeschlafen, sein Köpfchen lehnte an der Wange seines Vaters, seine Haare waren nass von den heißen Tränen des Königs. Es dauerte lange, bis Menelaos mich loslassen und an andere Dinge denken konnte. »Alles, was du dir wünschst, soll dir gehören, meine Prinzessin«, sagte er zu mir. Das war ein Versprechen, das Menelaos halten konnte. Er konnte mir alles geben. Doch was ich mir vor allem wünschte, waren weder Land noch Gold noch Macht oder Prinzen. Ich bitte darum, dass mir eine Lüge vergeben wird. Eine Lüge, die vor Göttern und Königen ein Verbrechen ist. Ich bin nicht Callisto, die Tochter von Petra und Nikandros von Sifnos. Diese Prinzessin wurde von den Piraten getötet. Ich war eine Geisel, deren Eltern sie nicht zurückhaben wollten. Ich stahl das königliche Geburtsrecht, um nicht verlassen oder zur Sklavin gemacht zu werden. In Wirklichkeit bin ich Anaxandra, die Tochter von Chrysa und Iris, und ich stamme von einer namenlosen Insel, die einfach ein Felsen im Meer ist. Der König stand am Rand eines weiß schäumenden Meeres. Ich stand am Rand meines Lebens. Ich war so erschöpft wie Pleiß. In einem Kriegslager gibt es keine weichen Betten oder warmen Bäder. Was wird jetzt aus mir, überlegte ich vage. Ich kann es nicht ertragen, im Zelt des Menelaos zu sitzen, während Troja vernichtet wird. Ich hatte erwartet, dass Menelaos mit leiser Stimme antworten, dass er meine Zukunft mit mir unter vier Augen regeln würde. Aber seine Stimme erschallte wie eine Trompete, denn alle seine Männer sollten es hören. »Anaxandra«, rief der König, »du irrst dich. Du hast einen edlen Geist und ein königliches Herz. Du warst immer schon eine Prinzessin.« Ich sah Menelaos lange an und dann schaute ich zurück auf die Welle von Troja. »O Cassandra, nicht einmal ich habe dir geglaubt.
Du hast gesagt, es sei keine Lüge, wenn ich mich als Prinzessin bezeichnete. Menelaus drückte seinen Daumen auf meine Stirn, auf die Stelle, die schon so viele Segen erfahren hatte. »Ich gebe dir deinen Namen«, sagte der König. »Anaxandra, du hast diesem Namen Ehre gemacht, und ich gebe dir Sifnos, das du dir doppelt verdient hast.« 1000 Männer jubelten, denn ich hatte ihnen ihren ersten Sieg gebracht. Ich hatte ihren kleinen Prinzen zwischen den Speeren einer ganzen Armee herausgeholt. »Bald«, sagte Menelaus fröhlich, und jetzt klang er wie der liebevolle Vater Hermiones, der mit seinen älteren Söhnen gerauft und mit seinem kleinen Sohn gekuschelt hatte, »werden deine roten Haare wieder wachsen und abermals zu deinem Ruhm werden.« »Ach, mein König«, sagte ich traurig, »die Götter bestraften mich, weil ich den Namen und das Erbe einer Prinzessin geraubt habe. Sie haben mir meinen Ruhm genommen, ich werde niemals wieder Haare haben.« Menelaus musterte mich mit einem seltsamen Blick. Dann bückte er sich, und sein wilder roter Bart streifte fast mein Gesicht, und seine Augen waren nur wenige Zentimeter von meinen entfernt. »Ich habe mich versprochen«, sagte er, »denn Haare sind nur eine Zier, sie sind kein Ruhm. Der Ruhm des Lebens sind das Erbe und die Eltern, mit denen du geboren wirst. Die Götter haben dir für immer deine Eltern genommen, und das ist Strafe genug für dein ganzes Leben. Aber deine schönen Haare, meine Prinzessin, wachsen schon wieder.« Sanft fuhr seine Handfläche über die Stoppeln auf meinem Kopf hin und her. Ich hob die Hand an meinen Kopf. »Haare? Eine Königin kann einen Schwan zum Vater haben, ein Pferd kann vom Wind gezeugt werden, eine Prinzessin in einem Turm kann alles wissen und ein zorniger Gott kann seinen Zorn zurücknehmen.« »Aber ehe es soweit ist«, sagte Menelaus, richtete sich auf und grinste zu Trojas vom Wind umheulten Mauern hinüber, »wird dieser Krieg zu Ende sein und wir sind wohlbehalten wieder zu Hause angelangt.« »Der Krieg wird nicht zu Ende sein, mein König, und ich weiß nicht, ob du jemals wieder wohlbehalten zu Hause anlangen wirst. Ich habe Kassandra nicht danach gefragt. Ich dankte meiner Göttin dafür, dass ich nicht Kassandra war, die die Zukunft kennen musste.« »Du kannst nicht in meinem Kriegslager bleiben, kleine Prinzessin«, sagte Menelaus. »Ich habe hier keine Frauen, die sich um dich kümmern könnten. Aber wir sind nicht weit von einer Insel entfernt, deren König neutral ist und uns helfen wird. Kinados«, sagte er zu seinem Kapitän, »wie weit ist es bis Lemnos?« »Eine halbe Tagesfahrt. Bis zum Abend könnte ich sie hinbringen.« »Ich habe wirklich Glück mit meinen Königen gehabt. Nikandros, Menelaus, Priamos, Onios.« »Oh, mein König«,